So, heute ist die Vertriebsoffensive Berlin 2, 11. und 12. März. Und man hat mir aufgetragen, übers Wochenende mal ein bisschen zu filmen. Und ich zeige euch jetzt mal aus meiner Sicht, was ich hier so alles machen darf. Und wir gucken mal vielleicht bei den Telesales als erstes vorbei. Die haben jeden Morgen so ein kleines Kickoff-Meeting. Jeden Morgen bespricht die Denise mit den Jungs einmal den Tag, was so ansteht. Ein kurzes Coaching gibt es, andere Wordings. Ja. Okay. Das ist die Laura, die haben heute was vergessen. Das ist die Maureen. So, ich muss hier nochmal hoch den Schlüssel abgeben. Und dann fahren wir jetzt los. Kommt gut an. Bis Berlin. Bisschen mehr Gas geben. Bisschen mehr Gas geben. Genau. Tschüss. Wir haben 6.34 Uhr und den 12. März, also den zweiten Tag. Bis dann. Das war's.
2 Akkreditierung. Und jetzt haut er mir einfach ab. Ein besonderer Tag. Das ist nicht nur der zweite Tag, sondern auch. Was hochgehalten, da geht's runter. Florians Geburtstag ist heute. Ja. Wenn so viele Leute bis zum Ende bleiben, wenn so viele Leute dann anschließend hier noch Schlange stehen. Gestern fast 2 Stunden hier. Hammer, alles gut. Die Leute fragen, wo ziehst du deine Energie her? Aus den Leuten. Aus den Leuten ziehe ich die Energie. Das ist so geil. So, hi. Mega Feedback und alle glücklich, alles richtig gemacht. So, hier wird abgebaut. Ach, was für eine Ruhe da. Das erste Mal heute Ruhe. Das erste Mal. Mega. Na, sehr schöner Tag. Berlin 2. Die 4. Vertriebsoffensive 2 kommen jetzt noch und ich freue mich drauf. Sehr geil. So, Abschlussmeeting, letzte Sachen geklärt. Und ja, Platz, wir sitzen alle. So. Feierabend, tschüss Muri. Tschüss. Kommt morgen gut nach Hause. Tschüss. Bis morgen. Ja, Vertriebsoffensive Berlin. 2017 Nummer 2, 11. und 12. März. Wir haben Sonntag. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, gleich 8. Die anderen warten schon auf mich. Ich beeil mich jetzt. Joshi, der regt sich wahrscheinlich gerade voll auf. Ja, und das war's. War cool. Sehr cool.